Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter um den heißen Brei herumreden, der erste Hochkaräter oder die ersten Hochkaräter sind nämlich schon ready, die haben schon Bock. Und wir definitiv auch, denn uns wird gleich Mini Kestra beehren. Ja! Die werden Songs, Soundtracks von diversen Charakteren, von diversen, das ein Lied von dem Laternenfest wird auch da sein und generell so Musik im Umfang von Genshin Impact wird das Mini Kestra jetzt gleich hier live performen. Es sind, glaube ich, insgesamt 10 Songs, 10 Lieder meine ja, ich. Ja, genau, 10 ja. Stück werden es sein. 10 Lieder. Jetzt mal so eine Frage aus Neugier. Hat hier irgendjemand mal Genshin Impact gespielt? Oh. Also ich habe jetzt keinen gehört. Hat hier jemand gespielt? Ah, alles klar. Also doch. Da. Doch ein paar, ja, ich bin ein bisschen taub. Weißt du, manchmal kommt das so. Das kommt aber im Alter. Das heißt, ihr kennt euch wahrscheinlich sogar besser aus, denn ich bin da tatsächlich noch total unbefangen, leider. Aber ich freue mich umso mehr natürlich trotzdem auf die Songs, die wir gleich hören werden. Denn wie gesagt, wir hatten gerade schon bei der Probe einen Vorgeschmack und das war wirklich, wirklich fantastisch. Du hast so wunderbar gesagt am Anfang, ja, ein Segen für die Ohren. Und deswegen sind wir umso gespannter darauf, was sie uns gleich präsentieren werden. Und ja, du hast noch ein paar Infos zu den Persönlichkeiten, die uns gleich auf der Bühne beehren werden. Genau, die habe ich mir wohlgemerkt aufgeschrieben. Oder? Deswegen, auf diese Karten sind nicht nur Deko, da stehen sogar tatsächlich Dinge drauf. Genau. Wir werden das Mini Kestra haben. Sie spielen Musik aus Teyvat, aus Genshin Impact. Wir haben 5 talentierte Musiker, die aus Japan angereist sind. Aus Japan einfach hierher. Mega, mega, mega cool. Vielen Dank für diese Anreise, dass ihr das alles gemacht habt. Und Mini Kestra spielt überwiegend Game- und Anime-Musik und das auf klassischen Instrumenten. Wir werden eine Violine, ein Cello und selbst ein Kontrabass werden wir auf dieser Bühne haben. Das ist so ein mächtiges Instrument. Und ich kann euch auch sagen, wer das genau ist. Wir haben einmal den Ryo Takamiyagi, der ist an der Violine. Okay, ich werde hier zur Seite getränkt. Ja, es wird schon natürlich fleißig aufgebaut, damit die Künstler gleich ready sind. Lass dich gar nicht beirren, Mini. Wir haben die gute Lisa Gray am Cello, Shinosuke Seto am Kontrabass, Akie Tamura an der Querflöte und Fume Ozaki am Piano. Ja, genau. Da gerne schon mal ordentlich Applaus für Mini Kestra. Und wir sind gehypt. Ich würde sagen, wir belästigen euch gar nicht weiter, sondern holen die wirklich talentierten Leute auf die Bühne. Und macht gerne mal einen großen Applaus. Und wir freuen uns sehr, sie hier zu haben. Mini Kestra!
Songs aus der Region Liu. Und weiter geht es mit, ja, etwas Musik zu neuen und sehr beliebten Charakteren auch. Und darunter zum Beispiel Myriad of Lights, dem Lied des Laternenfests. Da war ich gerade natürlich ein bisschen zu vorschnell, denn natürlich war das gerade Galant Challenge. Und jetzt geht es aber weiter mit den drei nächsten Songs und darunter natürlich Rex Incognito, was wir als erstes hören werden, und danach Myriad of Lights. Thank you.
Thank you.
Ah ja, genau. Das waren die Soundtracks zu Rex Incognito und zu Alhatham. Und nun kommen wir leider auch schon zum Finale dieses Konzertes. Und extra für die Dokumi ins Repertoire aufgenommen, When the Sakura Bloom und Swirls of Shamshir. Viel Spaß. Thank you.
Vielen, vielen, vielen Dank an das Mini-Orchestra. Es war wunderbar. It was a pleasure. It was amazing. Thank you. Arigato gozaimasu. Danke an Ryo Takamiyagi, Lisa Gray, Shinasuke Seto, Akie Tamura und Fuma Ozaki. Nach diesem Balsam für die Ohren. Ich hab Gänsehaut gehabt vom ersten Moment an, als die angefangen haben zu spielen. Also definitiv. Ich will dich gar nicht unterbrechen, aber da viele sich schon von den Plätzen erheben. Bitte nutzt diesen Ausgang, nochmal wiederholt, nur diesen Ausgang bitte nutzen, falls ihr den Saal verlassen möchtet. Aber um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, es war fantastisch. Wir standen die letzten Minuten hier hinter den Vorhängen und sind einfach abgetanzt dazu, zu dieser wunderbaren Musik. Also es war wirklich, wirklich, wirklich toll und ein fantastisches Konzert. Ein fantastisches Konzert. Zu kurz eigentlich. Viel zu kurz. Zu kurz. Wunderschön, wunderschön. Und genau, wir werden aber gleich wieder da sein. Definitiv. Wir gehen natürlich in eine klitzekleine Pause, aber danach geht es direkt weiter mit perfekter Unterhaltung, denn wir werden ein bisschen sportlicher. Es geht ums Tanzen. Vom Singen gehen wir jetzt rüber zum Tanzen. Genau, wir bleiben quasi musikalisch. Ja. Dieses Mal dann aber mit Tanzen, denn Stardream Entertainment wird uns hier auf der Bühne beehren und die haben einen Haufen Leute mitgebracht, also auch richtig viel coole Tänze und ich bin mega gespannt darauf und freue mich da sehr drauf. Die sehen wir aber gleich nach einer kurzen Pause. Wir erholen uns kurz und wie gesagt, denkt dran, trinkt ausreichend, auch ihr zu Hause. Auch da ist es sehr wichtig, genug zu trinken. Also, wir sehen uns dann gleich nach einer klitzekleinen Pause. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und Vorbeischauen und wir sehen uns dann gleich. Bis gleich!